Oh, Montag, 3.6.24. Onkel, ja? Was ist denn deine neue Aufgabe in dieser neuen Welt, von der alle so reden und so aufgeregt sind? Meine Aufgabe wird es sein, Beobachter zu bleiben. Ohne Gefühlsschmalz, mit wenig Emotionen. Die Emotionen hebe ich mir für die schönen Momente auf. Onkel, ja? Was denn für schöne Momente? Na hier, sowas hier. Falls ich mal darauf zurückgreifen möchte, um mich zu betäuben oder um mich zu verändern oder was auch immer. Onkel, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, geschmeidig zu bleiben, locker zu sein. Mehr nicht? Nee, das ist schon genug. Das ist schon für ihn Menschen. Ich lasse alles sein. Ich lasse einfach alles sein und kümmere mich um das Sein selbst. Onkel, jetzt hast du aber wieder schön ihn rausgehauen. Ja, wollte ich gar nicht. Das ist die Schilddrüse, die macht mit mir, was sie will. 3 Uhr morgens, Montag, ja? Ja, 3 Uhr morgens am Montag. Wir gehen heute Fisch kaufen hinterm Hermannplatz in der Sonnenallee. Da sind jetzt wohl keine Demonstrationen heute auf dem Montagvormittag. Die Sonnenallee ist ein bisschen, ja, die stehen da alle ein bisschen später auf. Das Frühstück beginnt da um 12. Und du kannst ein Manaich essen oder du kannst doch eine Schrippe dir holen, was auch immer. Ja, da ist die Sachen, die ich haben möchte, die gibt es da. Jetzt sitze ich am Tisch, 3 Uhr morgens, schreibe einen Einkaufszettel, halte meine Klappe und bleibe glücklich. Mehr ist für mich heute nichts zu tun. Onkel, na dann mach das doch. Kaffee trinken. Klappe halten. Glücklich bleiben. Jo, das möchte ich.